Hallo ihr Lieben und guten Morgen. Willkommen zurück hier in Sasau. Wir haben in der letzten Folge endlich den Ritter gefunden, der diese Münzfälscher-Sache an den Hacken hatte, den wir im Wald verfolgt haben und dann verloren haben. Und der Ritter hat uns natürlich versucht zu töten, aber wir waren stärker und haben einige Informationen aus ihm rausgeholt. Denn er ist tatsächlich gar kein Gegner. Er arbeitet auch für einen Adligen und hat auch die Sache mit den gefälschten Münzen untersucht. Er kommt aus Passau und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Geschichte noch weitergeht, beziehungsweise ob die überhaupt stimmt, was der uns alles erzählt hat. Ich gucke aber jetzt gerade mal ganz kurz in unser Journal. Gib Ulrichs Schriftstücke Meister Pfeiffer. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo der Meister ist. Der ist nämlich hier unten in Rattay. Da muss ich sowieso hin. Also werden wir über Ledetschko nach Rattay reiten, würde ich sagen. Also immer Richtung Osten, Richtung Ledetschko. Und werden noch die Aufgabe für Johanka übernehmen, dort in Ledetschko, und versuchen, die Zuberdirne wieder auf den rechten Pfad der Tugend zu rücken. Ah, in der frischen Morgenluft, dem Sonnenuntergang entgegenreiten. Wie wunderschön. Ich reite jetzt gleich hier einfach mal querfeldein. Achso, falsche Richtung. Ja. Wir reiten wirklich exakt Richtung Sonnenaufgang. Wie super schön. Und ich reite wieder querfeldein. Das heißt nämlich weniger Räuber. Ich habe ein Wildschweinjagdgebiet entdeckt. Und auch direkt ein Wildschwein da oben. Aber ich werde hier garantiert nicht wildern. Von uns ist der Fluss. Jetzt muss ich nur noch eine Furt finden. Ich guck mal ganz kurz auf die Karte hier, wo ich rüberkomme. Hier komme ich doch direkt gleich rüber. Habe ich mir doch gedacht. Da, wo es ein Haus gibt, gibt es auch meistens eine Furt. Jawohl. Ja. Bestens. Querfeldein durch den Wald. Ach, es regnet schon wieder. Willkommen im regnerischen Böhmen. Das da vorne ist bestimmt Ledetschko. Wie schön dieses Spiel einfach ist. Unfassbar. Entschuldigung. So, ich muss mich auf jeden Fall noch mal eine Runde waschen. Das mache ich mal ganz kurz hier im Trog. Ah, so. Mir zumindest mal das Blut abgewaschen hier. Supermarkt hier drin? Ne, die ist drüben. Hopp. So, sitzt sie da direkt? Wenn du hinein möchtest, was führt dich hierher? Wir können keinen Störenfried gebrauchen. Ein wichtiger Gast ist hier. Oh, 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 eine Frau in Bedrängnis. Weiter Adela in dem Zimmer? Ja, etwas unerfreulich. Unerfreulich? Der Kerl prügelt sie windelweich. Er mag vielleicht ein wenig ruppig sein, aber er zahlt gut und blaue Flecken gehen schnell weg. Was? Ich will mit ihr reden.
Das geht jetzt nicht. Die Tür bleibt verschlossen und der Schlüssel bleibt bei mir. Komm morgen wieder. Die Kirche schickt mich. Willst du dich dem Willen des Herrgotts widersetzen? Ich? Niemals. Wer bin ich denn? Dann lass mich mal Taylor. Na schön. Hier. Ja. Mara wird das niemals tolerieren. Willst du mich verkackeiern? Ich sagte raus. Ich gehe nirgendwo hin. Ich muss zu Adela. Zu Adela? Ich hab für die Hure bezahlt. Soll ich den bestechen? Nee, das Arschloch besteche ich nicht. Egal, ich werde nicht warten. Du hast es wirklich auf Schläge abgesehen. Oh, da bin ich gerade drunter unter allem. Da bin ich ebenbürtig. Ich kann nur auf mein Glück hoffen. Verschwinde, du Stück Scheiße, bevor ich dir die Arme breche. Komm her und versuch's, du Scheißer. Na, komm her. War's das schon? Na, komm her. Schlag mich doch. Versuch's doch. Los, versuch's doch. Was ist los? Komm schon! Immer wenn ich zu nahe rankomme, ey. Wie viele Schläge brauchst du denn noch, Typ? Verprügelt mich aber gut hier. Ich muss echt besser werden im Faustkampf. Ah, dass der mich jedes Mal abfängt, das ist so nervig, dass ich das nicht steuern kann. Gut getroffen. Ach, geh mir nicht auf den Sack. Hier. Gib's. Nimm das. Nimm du das und nimm du. Das hier. Volles Pfund auf die Glocke gibt's hier. Gibt der jetzt endlich auf? Wie oft muss ich den denn treffen? Alter, was für ein Kampf! Verdammt! Oh, immer dieses Auffangen und Wegtreten, das muss ich irgendwie noch lernen, dass ich das... Was hast du getan? So,
Sollte dich Windel weich prügeln. Henslin. Mein Gott, was hast du getan? Dich gerettet? Oh nein. Henslin wird mich umbringen. Wenn nicht er, dann Mara. Ganz ruhig, alles wird gut. Heinrich, hättest du Hinek nicht gerettet, würde ich dich jetzt ohrfeigen. Geh fort von hier. Ich helfe dir. Was? Warum? Was hast du denn vor? Du musst nicht mehr in diesem Drecksloch leben. Komm mit mir mit. Wer hat dich denn geschickt? Johanka. Wer ist denn diese Johanka in Gottes Namen? In Gottes Namen trifft's ziemlich gut. Sie ist aus Galitz, wie ich. Ein argloses Mädchen. Das sagen sie alle. Sie ist ein guter Mensch. Oder war es? Ha! Was hat sie angestellt? Hat sie etwa auch ihren Körper verkauft? Nur um zu helfen. Sicher. Ich mache auch die Beine breit, um zu helfen. Ihr ist es zu verdanken, dass die Verletzten aus Galitz in Sasau unterkamen. Wenngleich sie es dort natürlich auch nicht leicht hatten. Wie ich hörte, nahm man sich im Kloster ihrer an. Ja, ein Bein hat man sich dort allerdings nicht für sie ausgerissen. Johanka hat sich fast allein um sie gekümmert. Die meisten von ihnen wären sonst jetzt tot. Und um mehr Vorräte zu bekommen, ließ sie sich dort auf den Kustos ein. Wirklich? Sie hat das nur für die anderen getan? In der Tat, völlig selbstlos. Oh, noch nie bin ich solch einem Menschen begegnet. Als ich sie nach Skalitz zum ersten Mal wieder sah, war sie am Boden zerstört. Und man wollte sie nicht im Kloster haben. Sie hätte einfach gehen können. Aber sie wollte unbedingt helfen. Aber was hat das alles mit mir zu tun? Johanka hat mich zu dir geschickt. Ich kenne sie doch gar nicht. Sie hatte gar keinen Grund. Doch, die heilige Jungfrau offenbarte sich ihr. Die heilige Jungfrau? Wie? Sie zeigte sich Johanka in ihren Träumen, während sie schlief. In Träumen? Nun, Johanka sprach von Visionen, die die Jungfrau ihr zuteil werden ließ. Und deswegen glaubt Johanka, dass sie dazu auserkoren wurde, Sünder zu retten. Du glaubst, dass das keine Einbildung war? Ja, das glaube ich. Ich will auch glauben können. Dann versuch's doch einfach. Wie? Soll ich etwa meine Sachen packen und bei Leuten ein neues Leben beginnen, die ich gar nicht kenne? Genau das. Warum nicht? Das wäre verrückt. So als würde man ein anderer Mensch werden. Warum wurdest du eine... Du weißt schon. Eine Dirne? Ja. Du wirst jetzt keine rührende Geschichte über ein armes Mädchen hören, mit dem es das Schicksal nicht gut meinte. Ganz einfach. Ich will nicht heiraten und brauche Geld. Also nur des Geldes wegen? Weswegen sollte ich das sonst tun? Hast du etwa ein Problem damit? Nein, man muss ja über die Runden kommen. Aber nicht unbedingt als Zuberdirne. Was soll ich denn deiner Meinung nach sonst machen? Du könntest dir doch eine andere Arbeit suchen. Wozu? Was ist falsch an meiner Arbeit? Dass du in Sünde lebst, ist dir egal? Ja. Rechtschaffenheit füllt keine Mägen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Bestimmt hast du noch nie Hunger gelitten. Nein, nicht wirklich. Dachte ich mir. Ich bin hier besser dran als anderswo. Boah, das ist, ey, die Gespräche sind echt heftig manchmal. Du giltst als ehrlos. Die Leute meiden dich. Was interessieren mich die Leute? Sie leben ihr Leben, ich lebe das meine. Manchmal braucht man aber seine Mitmenschen. Ob es einem gefällt oder nicht. Mir egal. Och Mann, wie kann ich dich denn umstimmen?
Selbst Johanka ist zuweilen auf Hilfe angewiesen. Aber als du sie beschrieben hast, wirkte sie so stark. Und dennoch muss sie kämpfen. Hätte nicht einer der Mönche ihr geholfen und auch... Du? Ja. Ich stehe ungern tatenlos herum. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn man jemanden hat. Ja, ohne Zweifel. Ich weiß nicht so recht. Was, wenn du irgendwann älter bist? Die Männer werden dann zu anderen Dirnen gehen. Wohl wahr. Bedauerlicherweise. Hier zu arbeiten ist gefährlich. Bei all den Krankheiten, die es gibt. Was weißt du schon davon? Ich habe schon viel gesehen. Vielleicht zu viel. Oh, tut mir leid. Ich versuche nicht daran zu denken. Solltest du aber. Der Apotheker von Ratai könnte dir viel über Krankheiten erzählen, mit denen die Leute kommen. Weißt du, irgendwie hast du schon recht. Ja. Also, gehst du fort? Wie denn? Wo soll ich denn hin? Und wovon leben? Möchtest du in der Krankenstube des Sasauer Klosters arbeiten? Wollen die mich denn? Als Zuberdirne kennst du dich mit der Wundsorge aus. Sie werden froh sein. Und wo wohne ich dann? Dort natürlich. Kein Palast, aber es wird dir an nichts mangeln. Ich bin ohnehin sehr genügsam. Na siehst du? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Na schön. Gehen wir jetzt gleich? Wir können sofort los. Gehen wir. Nun gut. Ich packe noch meine Sachen und sage Lebewohl. Grundgütiger. Ich bin ganz aufgeregt. Mir nichts, dir nichts gehe ich einfach. Du tust das Richtige. Wirst sehen. Möge Gott mit dir sein. Ja, super. Oh nein, werden wir jetzt noch angegriffen oder warum hier auf der Straße? Ah, wie gesagt, das war ja klar. Ich war noch nicht mit dir fertig. Ich werde dich an den Eiern auf. Oh Gott. Gegen drei Leute können wir nicht kämpfen. Minimale Agilität. Wie viel Agilität haben wir denn? 9. Mist. Mal gucken, ob ich das gerade eventuell... Wo kann ich denn Agilität? Da! Kann ich das steigern? Nein, ich bin immer noch auf 9. Mist. Aber da steht doch ein Plus. Ach hier, das nur die Spezialisierungspunkte haben, können wir verbessern. Raffiniert, drapiert. Du legst deine Rüstung, Waffen und anderen Gegenstände so geschickt an, dass sie dir um ein Drittel leichter als im Inventar erscheinen. An sonnigen Tagen glänzt deine Rüstung so grell, dass du für einen edlen Ritter gehalten wirst und einen Charisma-Bonus erhältst. Je mehr Plattenrüstungsteile du trägst, desto höher fällt der Bonus aus. Beschädigst du seine Waffe 15% mehr und verliert deutlich an Wert. Nee, ich nehme das hier, das ist ja super. Raffiniert, drapiert. Sehr schön. So, damit haben wir alles gelernt. Aber ich muss auf jeden Fall noch das Familienerbstück habe ich an. Wo ist denn mein Schild? Da ist der Schild. Geht doch. So. Was ist los? Aua, aua. Kalt, Gott verdammt. Fass. Schlachte dich ab. So, der eine flieht schon mal. Nein, er flieht immer noch nicht.
Oh, ist das fies gegen drei Gegner, ey. Das ist so ätzend. Soll das jetzt... Ich kann überhaupt nicht umschalten zwischen den Leuten. Wie schalte ich denn immer um zwischen den Leuten? Ja, ja. Kann ich voll vergessen. Ja, ja. Boah, ey, gegen drei Gegner, das ist so fies gemein. Dass wir dann aber auch noch überfallen werden müssen auf dem Weg. Obwohl ich schon die beiden Buffs habe, dass es eigentlich nicht passieren sollte. Wie gesagt, ich war noch nicht mit dir... Ich war noch nicht mit dir fertig, ist gut. So, leg den Schild an. Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Ey, ah, dass sie mich aber auch so zurückziehen, dann, das ist so unfair. Einen fairen Kampf könnt ihr nicht gewinnen, ne? Ihr verdammten Strauchdiebe. Mehr hast du nicht drauf? Boah, es ist unfair. Ja, das ist einfach nicht zu schaffen gegen drei Leute. Ich muss den Hund sofort angreifen lassen und muss dann den einen irgendwie sofort erledigen. Wie gesagt, ich war noch nicht mit dir fertig. Würdest du bitte deine Waffe ziehen? Hau dich doch! Warum greift mein Hund denn nicht an? Boah, ist das fucking unfair. Brauche ich gar nicht weiter zu versuchen, das verliere ich sowieso wieder, ja. Naja, und tot. Ich nehme jetzt den Bogen. Nein, nicht neues Spiel. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. So. Ich nehme jetzt sofort den Bogen in die Hand. Den darf ich aber benutzen. Naja, den darf ich benutzen. So, was habe ich denn noch für Pfeile? Verbesserter Spitzpfeil, 7 Stück. Nee, das ist der Preis. Wie viel habe ich denn davon? Nur einen einzigen? Das ist natürlich blöd. Da muss der jetzt sitzen. Wie gesagt, du bist doch nicht mit dir einem Stein hervorgekommen. Wieso habe ich da denn jetzt vorbeigeschossen? Kann mir das mal jemand erklären? Boah, ist es fies. Ja, ich kann auch nicht schießen so. Ich habe keine Pfeile mehr. Da muss ich eben die nehmen. Na. Fuck. Boah, ist das fies. Boah, wieso schieße ich denn jetzt? Okay, komm, schlag mich tot. Das versuchen wir nochmal. Aber es geht auf jeden Fall so. Gut. Weiß ich jetzt. Boah, ist das unfair. Gegen drei Leute hat man, egal was für eine Rüstung man trägt und egal wie stark man ist, man hat keine Chance. Man kann das sofort vergessen. So, den Bogen habe ich in der Hand. Was habe ich für Pfeile? Den Spitzpfeil habe ich. Ja, das ist okay. Den nehme ich. Wie
gesagt, ich war noch nicht mit dir fertig. Ich werde dich an den Eiern. Was haben wir denn da? Und mir von der Hure holen. Boah, was? Vorzüglich. Hast du weiche Knie bekommen, was? Boah, ey, ist das unfair. Komm, schlag mich kurz tot. Ich muss den Hund wieder als erstes angreifen lassen. Ja, ja. Boah, ist das gemein. Das ist so gemein, Leute. Das ist... Drei Banditen! Und man ist einfach mal tot. Aber klar, ist ja auch... Ist ja auch ein scheiß unfairer Kampf. Wie gesagt, ich war noch nicht mit dir fertig. Meine Gebete wurden erhört. Gerade wollte ich meine Wut an jemandem auslassen. Boah, geht weg. Das nennst du kämpfen? Nee, das nenne ich laufen. Das nenne ich kämpfen. Und das auch. Und das. Ey! Das nenne ich das Gesicht getroffen. Oh, oh, jetzt habe ich wieder keine Pfeile mehr. Sein? Aua! Was ist los? Mann, fuck! Komm schon! Boah, ist das gemein. Du bist tot! Mehr hast du nicht drauf! Doch, ich kann noch schneller laufen. Oh, fuck. Komm her, du. Sag mal, wie viel Pfeile braucht er denn? Mehr hast du nicht drauf? Diesmal schlage ich mich aber ganz gut hier. So, High Ground. Wie bei Warzone. Aua. Ah. Aber der hat nicht gut getroffen. Jetzt erstmal wieder hier zu Atem kommen. Um wieder abhauen zu können. Dann schieße ich auch noch daneben. Oh, jetzt schießt der andere auch auf mich, oder was? Der hat auch einen Bogen in die Hand genommen. Da liegt der eine schon. Und du bist jetzt der Nächste. Und du bist der Letzte. Oh, fuck. Aua, aua. Du wirst lang. Beschützer Adela, Aufgabe abgeschlossen. Boah. Die waren aber gut drauf hier, ey. So, aber jetzt will ich die wenigstens noch plündern. Meine Pfeile, ja. So, was haben wir denn hier? Das nehme ich mit. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Mitnehmen, mitnehmen. Horn eines Einhorns? Dauerhaft? Was ist denn das bitte? Das pulverisierte Horn heilt die nachlassende Männlichkeit. Das nehme ich definitiv mit. Großartig. So, wo liegen die beiden anderen? Da oben. Boah, Mann, was für ein Kampf. Das ist wirklich die einzige Taktik, die ich hier fahren kann, ne? Trinkwasser nehme ich auch mal mit.
nicht wieder alles am Pferd auch festmachen. So. Da bist du. Sehr gut. So. Dann kann ich jetzt wieder einiges hier... Was habe ich davon denn an? Das habe ich nicht an. Die ist genauso gut wie meine. Ab damit in die Satteltasche. Ich guck mal kurz, was hier am meisten wiegt. Das Pferd kann nicht mehr tragen. Das kann es noch tragen. Jetzt wirklich nicht mehr tragen hier. Das ist auch nicht mehr. Das eventuell noch? Selbst die Pilgerschuhe nicht mehr. Na gut, und ich bin immer noch maßlos überladen. Wo ist denn da unten, steht sie? Na gut, dann hoffe ich, kann ich jetzt trotzdem so mit ihr weiterziehen. Naja, geht so. Heinrich. Liebe Adela. Geht's dir gut? Ja, hab Dank. Sie hatten es auf dich abgesehen. Alles in Ordnung? Ah, nur ein paar Kratzer. Diese Narren wussten nicht, wen sie vor sich hatten. Gut. Je früher wir gehen, desto besser. Ich will keinesfalls länger hier bleiben. Dann mal los. So, und gut, jetzt bitte ohne Überfall. Bitte, bitte ohne Überfall. Noch so ein Ding überstehe ich nicht, glaube ich. Und da sind wir wieder in Sasau. Ich muss heute noch nach Rattay. Ich wollte eigentlich gar nicht hierher zurück. Wir sind da. Gib dir ein bisschen Zeit und du wirst dich hier wohlfühlen. Oh, Heinrich. Die Sache beginnt sich langsam gut anzufühlen. Vielleicht werde ich hier wirklich glücklich. Ich bin mir sicher. Johanka wird sich um dich kümmern. Das kann sie sehr gut. Du bist der Erste, der etwas für mich getan hat, ohne Erwartungen zu stellen. Und ich kann dir auch gar nichts geben. Außer, falls du möchtest, ein allerletztes Mal. Bin ich so dreist? Nein, das tue ich ihr nicht an. Du musst mir nichts geben. Und ganz sicher musst du mit niemandem mehr Unzucht treiben. Mit gar niemandem. Oh, hab Dank, Heinrich. Danke. Sehr, sehr schön. In diesem Sinne ist Adela nun hier und wir starten beim nächsten Mal wieder hier im Kloster in Sasau. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Guckt auf jeden Fall mal in Skyrim Let's Play und guckt euch Frostpunk an. Das Let's Play ist jetzt zu Ende. Es sind alle 28 Folgen draußen. Es war ein unfassbar tolles Story-Strategiespiel. Guckt da unbedingt mal rein, das werdet ihr nicht bereuen. Und bis dahin sage ich, macht's gut, ihr Lieben, und bis zum nächsten Mal. Ciao.